Hello again. Raum für Notizen neigt sich dem Ende des Jahres zu. Und wie sagt man so schön, das Beste kommt zum Schluss. Wir haben heute einer der coolsten Gäste, den wir je hatten, obwohl wir eigentlich immer coole Gäste haben. Er kommt eigentlich aus der westdeutschen Provinz, ist aber mit seiner Galerie im wie ein UFO in der hippen Mitte Berlins gelandet. Manche sagen, er ist der beste Fotograf Deutschlands. Andere sagen, er ist überbewertet und er stellt nackte Haut pornografisch und fast sexistisch dar. Aber ich finde, alleine weil er heute hier ist, beweist er seine Undergroundigkeit. Worte wie polarisierend, hip und dramatisch sind uns viel zu fast banal und auch Schnuppe. Wir freuen uns. Hallo Oliver Rahl. Hi, schön, dass du da bist. Hallo. Na, hast du Lust, was zu trinken vielleicht? Wir haben eine Bar. Absolut, ich habe echt noch Nachdurst. Wir haben ein bisschen Sekt. Ich weiß nicht, ob das willst du mit mir ein Glas Sekt trinken? In deiner Galerie gibt es ja bestimmt auch immer Sekt, oder? Könnte ich mir vorstellen. Was bietest du da so an? Ich habe tatsächlich vier Kühlschränke voller Alkohol. Ich hab wirklich viele Handwerkerfreunde, die alle gern ein Bierchen trinken bei der Arbeit. Und die bringen aber auch alle fleißig einen Kasten mal mit. Also es ist nicht so, dass du die ganze Zeit gibst, sondern... super. Eine Freundin hat auch einen ganzen Kühlschrank voller Alk hinter ihrem Geburtstag danach hinterlassen. Weil die Gäste haben nicht genug getrunken. Wie können das ändern? Das geht ja gleich relativ exzessiv hier los. Sag mal, es ist ja jetzt fast Weihnachten hier. Auf dich. Haben deine Kinder eigentlich einen Weihnachtskalender? Ich habe meiner Tochter schon Mitte November einen Star Wars Kalender geschenkt. Also so einen Darth Vader Kalender, ja. Weil sie ist ein totaler Fan von Darth Vader geboren. Und ich habe ihr Darth Vader vorgestellt, da war die 2,5 Jahre. Ich habe so ein Bild auf dem Handy, ich weiß nicht, ob man das sieht, da umarmt sie Darth Vader. Ach Gott, das zeigst du mir jetzt geil. Ja, genau. Ja, wir spielen das später mal genau. ein. Genau, und dann umarmt sie Darth Vader, habe ich ihn ihr vorgestellt. Er ist so groß, den habe ich gekauft, weil ich ja totaler Fan bin. Und dann habe ich gesagt, Tildi, das ist der Darth. Darth, das ist Tildi. Dann hat sie erstmal Angst bekommen und dann haben sie sich angefreundet. Okay. Dann ist sie voll der Fan. Aber den Film hat sie noch nie gesehen, natürlich. Voll süß. An dir muss es doch eigentlich an allen Ecken und Enden ziehen, ne? Also ich gucke jetzt mal auf meine Moderationskarte. Du hast schon so Leute geshootet wie... Hannelore Elsner, Michaela Schäfer, MC Fitti, Rosa von Braunreim, Tim Raue, Eva Pattberg, Scooter, Didi Hallervorden, Karl Lagerfeld, Boris Becker, Jan Delay, Roberto Blanco, also irgendwo hört es auch auf, Markus Kafka, Materia, Kraftklub. Das ist ja echt krass. Überall muss es an dir ziehen. Blixer Bargeld hast du vergessen, der ist eine Berliner Legende. Ich habe mich so gefreut, wo ich den gesehen habe. Und ich habe meine Bar in der Fabrik, die ich da gebaut habe, habe ich echt an ihn, ist die angelehnt an seine alte Bar. Die war ja so gelb-schwarz gestrichen, total punkig. Und da habe ich eine kariert mit so einem Anarchiezeichen hingesprüht. Die ist für ihn eigentlich, weil ich ein großer Fan bin. Ich meine nur, also du hast so viele Kontakte. Bleibst du mit denen auch privat irgendwie? Also ruft Roberto Blanco dann mal an und sagt, ey Oliver, lass uns mal eine Pilsette trinken? Oder wie läuft sowas? Ich sehe viele sehr oft. HP war neulich erst bei mir, ziemlich betrunken, kam der die Treppe hoch. Ja. Und hat gemeint, er muss unbedingt mein Buch haben, weil das, er ist ja da drin. Mit Berlin-Bohem. Genau. Ja. Und das will er einem Kumpel schenken in Berlin und er hat kein Geschenk. Er muss dringend, ob ich ihm schnell eins signieren kann für seinen Kumpel. Und dann kam der hoch. Da habe ich meine Tochter auch vorgewandt, da habe ich gemeint, Tildi, da kommt gleich ein Mensch, der sehr komisch aussieht. Also von vornherein, du kennst auch seine Musik gar nicht, die brauchst du auch gar nicht hören. Erschreckt nicht und dann ist sie schreiend weggerannt. Also es ist doch erschrocken. Ich glaube, ich wäre auch einfach schreiend weggerannt. Ich mag ihn sehr. Ich war auch bei ihm in seiner Wohnung und ist ein ganz lieber Mensch. Aber also dreht man da nicht durch, wenn man so viele Leute kennt und auch so viele bekannte Leute, die irgendwie im Rampenlicht stehen? Was erdet dich denn? Ich muss sagen, je bekannter die Menschen sind, desto mehr sind sie geerdet auch. Aha. Muss man wirklich sagen. Also kann ganz normal mit denen quatschen. Okay, was erdet dich? Meine Familie und meine Kumpels. Ja. Und ich bin, da ich ja echt so viel handwerklich, ich bin echt unbegabt, deswegen übe ich gerade echt zu sägen oder zu schleifen oder zu lackieren und zu flexen sogar. Das erdet einen absolut, Handwerken. Das ist schön.
Und oder Bilder malen in ganz groß. Das ist auch, man ist gedanklich völlig weg. Hast du ab und zu auch mal Zeit und auch Raum für Gedanken und Notizen? Das ist die super Überleitung, weil du hast uns ja auch eine Notiz mitgebracht, das Herzstück der Sendung. Und würde gerne mit dir die jetzt mal an die Dartscheibe da ranwerfen. Mein Zitat, also meine Zitatnotiz, die ich mitgebracht habe? Ja. Hast du die versteckt in deiner Jacke? Die habe ich hier. Darf ich die mal vorlesen oder ja, darf komm, man das nicht vorlesen? Ja, komm erst mal mit an die Dartscheibe und dann pinst du die da ran. Jetzt kannst du mal deine Barfähigkeit hier ausprobieren. Was trinkt man bei euch in der Galerie? Prosecco und MDMA-Bohle vielleicht auch ab und zu? Dann das ist ja richtig getroffen. Ich bin gespannt. Ich weiß nicht, nee, mit dem Zettel, da ist schon hier alles schief gegangen. Mach erstmal den Pfeil und guck mal, wo du triffst. Am besten nicht ins Bullseye, weil da ist unsere Kamera. Du wirst nämlich von vorne. Ach so, ohne Zettel dann? Ja. Ja, der hat auch einen Aufkleber drauf. Ja, na, den zeigen wir gleich in groß. Dann kannst du mal sagen, jawohl, fast in die Mitte. Das habe ich ja auch. Können wir mal rankommen, kannst schön hier in die Kamera winken. Hier, und dann klebst du einfach drüber. Also pinst es drüber, nicht kleben. Genau. Ja, rein. Genau, und dann kannst du es mal vorlesen und ein bisschen erläutern. Du bist der Erste, der einen Aufkleber auch drauf hat. Stimmt, das ist Chantal von Muschi Kreuzberg und eine Freundin von mir ist da drauf. Ein Model, Elisabeth Ehrlich. Also eine wunderschöne Frau steckt da drunter. Und mein Zitat ist, der Mensch ist frei geboren und überall liegt er in Ketten. Oh, das klingt episch, das klingt groß. Ja, also ich arbeite ganz viel mit so einem Kollektiv, die heißen Stay Free Kollektiv und das ist so ein Hippie-Kommune. Ja. Da bin ich auch Mitglied seit Anfang an. Bist du ein Hedonist? Bist du ein Hippie? Hast du irgendeine schon, Kategorie? Schon, ich bin sehr hedonistisch veranlagt, auf jeden Fall. Und mir gefällt an dieser Kommune, dass sie echt Menschen aufnehmen und sagen, Mann, dir geht's nicht gut, zieh zu uns und mach Kunst und wir zahlen die Miete und du hilfst mit. Ach, wie cool. Das heißt, wenn es einem von unserem Team nicht gut gehen würde, dann könnten wir da hinziehen. Wenn die Kommune ihn aufnimmt und ihn hippie genug findet, auf jeden Fall. Ach so, alles klar. Okay, dann ist ja auch eine Herzenssache, oder? Ist auch eine Herzenssache. Ja. Die machen jetzt auch bald einen Club auf und so und die haben da auch alles handgeschnitzt und so. Und ich weiß, wie die im Winter kämpfen muss mit Heizen. Und Also vielleicht bringen wir ein bisschen Holz vorbei alle zusammen. Apropos Club, du hast als Hip-Hop-DJ angefangen, oder? Ja. Was hast du denn? Ja, kein Thema. Da schlage ich schon gegen den Tisch. War ja auch nicht genug Platz. Du hast als Hip-Hop-DJ angefangen. Wie verrückt. Ja, ich liebe Hip-Hop nach wie vor. Curtis Blow hast du auch fotografiert. So einer der Pioniere. Dann hast du den wahrscheinlich mal aufgelegt und hast du den hinterher fotografiert. Ja, nee, das war ziemlich früh, das Foto. Mein Schwager ist auch Boulevard Boo. Der von Advanced Chemistry, sagt dir bestimmt was. Der hat mit meiner Schwester vier Kinder. Und sie hat ihm damals, habe ich bei ihm im Studio mit Torch eingesquetscht für eine Platte von Torch. Und da habe ich zu meiner Schwester gesagt, du, das ist der Boulevard Boo, Bühlen heißt er privat, und vielleicht zeigt er dir über Heidelberg. Und dann waren die zusammen. Das fand ich erst gar nicht so toll. Was war denn immer dein letzter Smash-Hit, den du so auf dem Dancefloor gedroppt hast, als Hip-Hop-DJ noch? Oh, viel Karis One gegen Ende. Ja. Diesen geilen Graffiti-Song. Ich komme ja auch wirklich aus noch einer schönen Ecke, wo Hip-Hop cool war. Und ich bin mit so vielen Platten in den Club gegangen. Und das ist echt schwer auch, weil beim Reinlaufen helfen dir alle, weil alle rein wollen umsonst. Und hinterher sind alle weg. Dann musst du diese Kästen schleppen. Ne? Und das ist auch der einzige Nachteil gewesen. Es hat so Spaß gemacht. Und dann war ich ziemlich schnell auch. Aber ich war eher ein Mixtape-DJ. Ich war live jetzt auch nicht. Ich war schnell, aber jetzt nicht so der Beat-Juggler oder irgendwie. Aber du hast unglaublich viel gemacht. Ich habe auch ein Interview irgendwie gelesen oder gesehen. Und meintest, du hast auch gepierst früher in deiner Provinz, wo du irgendwie im Schwarzwald. Du hast auch, glaube ich, noch Tattoos aus der Zeit in den Clubs und so. Ja. Du hast das schon alles festgehalten. Von der Musik, dann ist Star-Fotograf hört sich immer bescheuert an, aber ist es ja auch einfach mal so. Es wirkt irgendwie so, als würdest du suchen, ne? Also so ein Suchender irgendwie natürlich auch als Fotograf. Hast du denn schon das gefunden, wonach du suchst? Nö, gar nicht. Ich habe die Reise erst begonnen. Ich fotografiere echt noch gar nicht so lange. Und da sind noch so viele Möglichkeiten. Also ich fange jetzt auch erst an in dem Atelier, was ich habe wirklich die Sets zu bauen, die ich schon immer vorhatte. Dein Atelier ist ganz neu, ne? Das ist irgendwie genau, das ist in der alten Münze und das heißt Rad Factory. Und das ist sehr historisch dort, weil Honecker hat ja alle Münzen dort geprägt für die DDR. Und die Euro-Starter-Packs sind auch noch aus der alten Münze. Also es gab ja diese Euro-Starter-Packs in Plastik, ne? So ein paar Testmünzen, und die wurden noch dort geprägt. Also es ist ein inspirierender Ort für dich. Völlig, weil unten kannst du in diese ganzen alten Tresore schauen und der in dem Keller sind auch wilde Fäden manchmal und der ist echt riesig, das Gebäude ist ein Monster. Also du bist der Mitte von Berlin treu geblieben irgendwie, ne? Würde denn überhaupt, also deine Galerie,
Da sind deine Prints. Du hast mittlerweile, du arbeitest mit Designern zusammen und verkaufst Möbel da. Du hast einen Online-Shop irgendwie mit deinen Prints auf T-Shirts. Da gibt es einen Schal, der heißt Willkommen in Berlin. Der kostet 150 Euro. Der ist schon ausverkauft. Ja. Kennst du noch die Zeiten? Und du machst riesengroße Kampagnen für Adidas, für die Olympia-Bewertung für Berlin. Kennst du noch die Zeit, als du noch keine Kohle hattest? Ja, so, weißt du noch, wie das war? Hattest du richtig Existenzkrisen? Ich bin eigentlich immer ein Kämpfer. Ich habe mit Geld auch nichts zu tun. Ich habe alles abgegeben mit Geld. Ich frage immer meine Frau, können wir das und das, ist das drin oder bin ich schon wieder über Budget? Weil ich denke einfach meistens an Ausstellungen und produziere vor. Und zurzeit produziere ich echt so 6 Meter Bilder, also viel zu groß. Und Sky is the limit. Genau, ich weiß auch gar nicht, wofür ich die mache. Und die kann man auch nirgendwo aufhängen bisher. Aber ich habe einfach Lust, die zu machen. Und ich erinnere mich genau, wie ich bin hier in Berlin einfach nur rumgerannt wie ein Irrer. Und das mache ich immer noch, weil ich... doch einfach die Stadt. Ich habe auch viele, durch meinen Erfolg, viele reiche Menschen auch kennengelernt, wo ich dachte, mein Gott, hat euch die Kohle versaut, Alter. Weil in meinem Freundeskreis sind, mir ist das völlig wurscht. Mir sind Leute ohne Geld viel lieber, weil die... mit Geld voll oft damit einfach nicht umgehen können oder nur rumprallen und von irgendwelchen, mich interessiert es nicht. Also. Ich hätte dich zum Schluss dann nachher nochmal gefragt, ob dich das verändert hat, dass du sozusagen von der Politikprominenz, von Künstlern, von der ganzen Welt eigentlich fast hofiert wirst und auch mit der Kohle, ob das deinen Charakter irgendwie verändert hat. Aber scheint ja nicht so. Also du kannst dich dagegen irgendwie wehren oder abschotten. Absolut. Ich habe, wie gesagt, wenn ich bei mir im Atelier bin, habe ich normale Arbeitswerksachen an und die sind voller Farbe. Das ist ein Pulli, den habe ich aus dem Humana schon seit 5 Jahren oder so. Ja. Ein warmer Pulli einfach und arbeite da vor mich hin. Und wenn ich auf ein Event gehe oder so hierher bei dir, dann bin ich ein bisschen schicker. Und das habe ich mir vorhin übrigens gekauft, das ist mein erstes Sakko, was ich mir gekauft habe. Ich hole mir nie Klamotten, danke. Und das ist eigentlich ein Befehl von meiner Mutter, weil meine Schwester hat einen 40. Da hat sie gesagt, Junge, da musst du mal schick kommen. Nicht hier mit überall Tattoos, ne? Da kommt die Familie. Und jetzt hast du ein Buch auch und so, jetzt will ich dich schick vorstellen. Du bist jetzt im Establishment angekommen, du kannst jetzt auch mal einen Sakko tragen, anstatt deine eigenen Nacktporträts dann immer. Genau. Ja, alles klar. Würde denn dein Erfolg, auch wenn du dich selber dagegen so abschottest, was ich super finde, also sehr, sehr sympathisch, würde der ohne Berlin funktionieren? Also würde das funktionieren, wenn deine Galerie nicht in Berlin wäre? Oder wenn sie nicht in Mitte wäre sogar? Wenn sie in Schöneberg wäre oder noch in Heidelberg? Du hast voll recht. Berlin erdet unheimlich. Also ich liebe den Humor hier, den Schlag, die Menschen, die Offenheit. Ich reise auch so viel rum und hier hat keiner eine Mauer vor sich. Ich lerne die Person direkt kennen. Ja. Also da ist keine Wall einfach. Ja. Also weißt du, wer dir gegenübersteht und hast du keinen Bock, dann gehst du halt weiter, weil Berlin ist groß genug. Und in manchen Städten komme ich mir manchmal vor, bei Events auch, als wäre ich nur unter Vollsnob-Arschlöchern da umgeben. Ja. Das gefällt mir dann nicht, dann muss ich da weg. Also du hast in Berlin und vor allem auch in Mitte schon auch dein Zuhause gefunden. Sagen wir mal so, also Mitte habe ich ja, ich komme aus Wedding, ja. Ich habe Wedding geliebt, ja. Ach, ernsthaft, ja. Wir sind ja hier im Wedding, na super. Richtig, also genau. Willkommen zu Hause. Und davor war ich in Weißensee und davor nochmal so Danziger Straße, wurden wir aus der WG sogar geschmissen. Ich musste ja früher echt meinen Blog vom Internetcafé aus schreiben. Dein Fotoblog, der unglaublich eingeschlagen ist. Genau, und um den aufrechtzuerhalten, musste ich immer ins Internetcafé, weil wir haben eine Miete bezahlt an einen Vermieter, der es nicht weiter bezahlt hat. Das heißt, die Polizei kam und hat gemeint, raus hier. Da wurde schon monatelang keine Miete mehr bezahlt und das Haus wird renoviert. Ne? Und dann standen wir echt auf der Straße mit unserer WG. Und deswegen, ich kenne Berlin aus so vielen Facetten. Ja. Und wir sind nach Mitte gezogen, weil die Galerie in Mitte ist. Und ich fand es dann natürlich besser, wie jetzt irgendwo total ab vom Schuss. Dann brauche ich auch keine Galerie aufmachen. Wir gucken uns das jetzt auch mal an. Wir haben jetzt einen Einspieler und zeigen überhaupt mal deine Fotos, dein ganzes Werk und das Bohai da drum und die Kontroverse. Davon haben wir ein Video von dir und auch gleichzeitig deine, ich glaube, 3 Jahre Galerie waren das. Da haben wir einen kleinen Einspieler und dann können einfach erstmal alle sehen, was du überhaupt machst und wie du in Mitte angekommen bist. Viel Spaß bei dem Einspieler. An was erinnert dich das, wenn du diese ganzen Scheißbilder anschaust? In Pornografie? Und Freiheit. Mit oder ohne Dach, ist scheißegal. Musik.
Ja, hallo. Also, da geht's ab bei dir. Richtig gut. Wie ist denn deine Arbeitsweise? Man hat ja gesehen, die ganzen Leute, ey, du bist sehr geschätzt, glaube ich, auch bei allen, die mit dir zusammenarbeiten. Viele sagen, du öffnest die Leute und bist halt einfach echt so, ne? Also bei den ganzen Nacktfotos, die du auch machst. Ich glaube, du bist selber auch relativ häufig nackt. Du forderst nicht von jemand anders, was du selbst nicht gibst. Ne? Das will ich auch nicht. Ich frage auch immer die Leute, ey, hast du da echt Bock drauf oder nicht? Weil verarsch mich nicht, ich will das nicht. Ich will niemanden überreden dazu. Es geht mir auch tierisch auf den Sack, wenn mir jemand da was vorspielt. Ich merke das. Ja. Ich mag keine falschen Hippies da. Oder jemand, der heute vielleicht betrunken war und das dann morgen bereut, weil er so rock'n'roll war an dem Abend vorher. Ja? Dann denke ich auch, hey Mann, Alter, zieh wieder weg hier. Also das ist doch echt, finde ich schade sowas. Wenn da nichts finde ich auch schade für mich, dann gebe ich mir da Mühe. Ich bin ja jetzt nicht so, dass ich da nachts hier immer einen Vertrag im Club dabei habe, wenn ich da ein Rock'n'Roll-Bild mache. Ja? Ja. Und dann ist das natürlich eine Vertrauenssache, weil ich sage, ich veröffentliche das dann auch. Ne? Bist du da dabei, sonst brauche ich es auch nicht machen. Ich habe gelesen, dass deine Arbeitsweise, also wie du Ideen kriegst, ist dann auch mal, wo kriegst du deine Ideen und Inspirationen her und was sind deine Musen und was weiß ich. Ich habe gehört, dass du einfach ganz oft ganz naiv reingehst und manchmal vorher noch gar nicht weißt, was du machst oder was du shootest auch und dann so ein bisschen den Moment auch entstehen lässt. Ist das so, also intuitiv, ist das, gehst du so ein Das ist wirklich intuitiv, das ist wunderschön, weil man sich echt nicht vorbereiten muss. Ich habe auch schnell einen nervösen Magen, sonst dann werde ich irgendwie krummelig. Klar, wenn ich jetzt eine Großkampagne habe, wenn die schon ein bisschen Kohle überwiesen haben und meine Frau sagt, go, du darfst jetzt mit Ideen raus, aber vorher mache ich das auch nicht, da habe ich schlechte Erfahrungen. Dann sagen die, ja, Herr Rath, fällt Ihnen da was ein? Und dann komme ich mit einer Idee nach der nächsten und dann findet das nicht statt. Also, weil die Ideen, die fließen mir zu, gerade unter Druck. Das ist echt schön, da danke ich echt da oben. Und es ist auch wunderbar, wenn man wirklich ohne nichts wo reingehen. Also ich fand irgendwie einen Spruch auch schön von dir, keine Angst vor nichts und keine Ahnung von nichts. Das ist irgendwie so ein schönes, naives Motto und sich selber auch nicht irgendwie so auf so einen Scheffel stellen und sagen, hier, ich bin besser, einfach auch die Situation entscheiden lassen. Ne? Weil du gerade sagst, Großkampagnen. Du machst ja auch, wie gesagt, für die Olympia-Bewerbung, wo andere sagen würden, naja, und braucht Berlin Olympia und wir haben genug Baustellen und so. Aber du machst auch ganz viel. So, Charity ist ein blöder Begriff, aber du machst auch ganz viel so gemeinnütziges Zeug. Ne? Du machst mit dem Straßenfeger, du machst mit Muschi Kreuzberg die Berlin ist kein U-Bahnhof-Kampagne, jetzt auch im Winter irgendwie ganz wichtig wieder. Ist das wichtig für dich, dass du auch solche Sachen machst? Das ist mir super wichtig. Oder ist es auch nur PR? Nee, überhaupt nicht. Ja. Nee, das ist mir persönlich sau wichtig. Ich weiß, ich meine, wir leben, deswegen mag ich ja auch so Berlin. Hier sind so viele, viele Seiten einfach. Ich schaue da auch nicht weg. Ich hole da mein Kleingeld raus, gebe das den Menschen. Und in dem Fall haben wir natürlich einiges mehr gespendet. Wir haben auch ganz viele Klamotten gesammelt. Das machen wir jetzt auch wieder. Wir haben wieder einen Weihnachtsmarkt in der Radfactory, also viel größer jetzt diesmal. Bei dir im Studio? Nee, also in diesem Riesenatelier. In deinem Loft. Genau, und da sind ganz viele Stände und von dem Erlös spenden wir wieder. Und ich finde das voll wichtig. Kommen die auf dich dann zu? Oder nee, das ist von alleine. Und dann so rufe ich an und sage, wir haben wieder ein bisschen was für euch. Und ich sehe das überhaupt nicht PR-mäßig. Ich sehe das als meine Pflicht. Und je weiter ich wachse und ich will wachsen, natürlich geht mir das Geld darum, auch wieder in die Kunst reinzustecken, aber natürlich auch in gute Zwecke. Und dann kann man sich ja selber überlegen für was, damit ich mich auch wohlfühle. Wo willst du noch hin mit deiner Kunst? Also ich meine, komm, du hast jetzt in Berlin eine super schöne Galerie und machst Großkampagnen und machst aber auch deine eigenen, also alle möglichen Projekte. Willst du auch mal in New York eine Galerie haben? Du hast ja da auch schon viel geshootet. Und ich komme gerade aus New York und wurde da verdrescht, ey. Ich habe keinen Bock mehr. Du warst, glaube ich, auch beim 11. September da, als der passiert ist. Und ich war auch mit deiner Kamera irgendwie rumgerannt. Ich habe immer Pech, wenn ich da bin, ey. Also New York ist nichts für dich. Nee, ich komme gerade echt aus dem Knast aus New York. Ich habe keinen Bock mehr auf die Stadt. Du kommst gerade aus dem Knast aus New York? Aus dem Knast aus New York, weil ich einen Aufkleber geklebt habe. Auch hier Muschi Kreuzberg? Nee, das war der Rich Farity, das ist so ein Grinsegesicht, was öfter in Berlin hängt. So ein Typ, der grinst mit einer Zigarre. Ja. Das ist leider nicht mit, weil ich den anderen Aufkleber mit habe. Ja. Den habe ich geklebt und wurde ziemlich schnell darauf verdrescht von zwei Zivi-Bullen, die sich gar nicht ausgewiesen haben. Also sie sind direkt auf mich los, weggenommen, angequatscht, bam, bam, bam. Ich hatte die Fresse blutig, war im Knast. Und ich bin so hippie in New York eigentlich rumgerannt wie in Berlin. Und dachte so, hier ein Aufkleber, da, zack. Ich hätte auch kein Problem gehabt über einen Gartenzaun und da ein nacktes Model hinstellen. Aber da kann ja auch einer mit einer Knarre kommen. Das ist so ein Cowboy-Land. Ich habe auch viele Bilder gegen Amerika auf meinem Blog und werde die auch weiterhin machen.
Und Gott sei Dank war ich mit meinem Freund Jan Ehre, der mich dann da rausgeholt hat aus dem Knast mit einem Anwalt. Gab es da eine Kaution? Musste der, was weiß ich, wie viel, 1000 Dollar? Ja, der musste erstmal 1000 an den Anwalt, dass überhaupt ein Anwalt zu mir kommt, weil die, da haben der deutschen Botschaft nicht Bescheid gesagt. Und dann hat der Anwalt mir gesagt, du siehst scheiße aus, sie sagen, du hast einen Bullen gehauen. Weil du einen Aufkleber irgendwo hingeklebt hast. Genau, und dann hat die Polizei behauptet, ich hätte zurück mich gewehrt, also ihn aufgeschlagen. Ja, kurioser Fall. Auf jeden Fall waren wir dann Gott sei Dank bei DJ Kotze feiern. Dann konnte ich mir dieses schlimme Erlebnis fast in New York wegtrinken. Bei DJ Kotze. Der war geil. Also klar, der hat echt fett aufgelegt. Wo sonst, mit wem sonst, außer mit DJ Kotze. Und das war in Brooklyn gleich wieder. Und ich habe mich auch in Brooklyn echt wohler gefühlt wie in Manhattan. Und ich sehe jetzt die Stadt ganz anders, weil ich fand es furchtbar da im Knast. Ich fand es echt schrecklich. Das ist, ey, aber USA ist so ein krasser Polizeistaat. Da, da gibst du fast deine Bürgerrechte ab, wenn du in den Knast gehst. Egal wegen was. Ne? Voll. Selbst wegen sowas wie einem Aufkleber. Das ist mega krank. Ich war mit 30 Schwarzen in einer Zelle und dann bin ich zu dem Boss und habe gemeint, you know where I'm from? Berlin. Und dann habe ich hier die Stadt gezeigt. Dein Tattoo, ja. Da habe ich gesagt, da kannst du trinken auf der Straße, da kannst du... Da sind coolere Mädels, da sind coolere Leute und ich scheiß auf New York. Und dann hat er gesagt, that's my nigger, man. Und da war ich down mit dem. Ja. Und das war auch ein Vorteil, weil da war eine Schlägerei nach der nächsten. Ne? Und ich wollte auch erklären damit, dass hier, du wirst hier nicht verhaftet wegen dem Aufkleber und in den Knast gestellt gleich. Also da wird noch wie ein Mensch mit dir umgegangen. Wie lange warst du denn da drin? 33 Stunden. Mit 20 anderen Leuten? Nee, erst alleine. Zelle. 13 Stunden echt wirklich in so einer Minizelle. Und du guckst nur die Zellen an und wie jeder reingekratzt hat und denkst, pff, du bereust auch dann den Aufkleber. Da habe ich gedacht, da gibt es nichts zu bereuen. Die sind doch eigentlich bescheuert. Ja, die hätten mich ja auch verwahren können oder so. Sag mal, hast du noch einen Schluck Prosecco? Ja, klar. Ich gehe noch mal schnell oder Bierchen. Ich gehe noch mal schnell zur Bar. Ja, auf jeden Fall, ja. Hier, du, hier ist noch ein bisschen Bier, haben wir Bierchen auch noch. Bierchen, sehr gerne. Das heißt, war schon, dann gieße ich dir noch ein bisschen Bier ein. Aber eigentlich ist dir nichts passiert im Knast. Ja, aber also ich fand es psychologisch schrecklich, wirklich. Ich hatte Angst, danach rauszugehen, weil ich dachte, jetzt kommt bestimmt wieder ein Bulle, weil ich hatte eh die Fresse vollgeschlagen. Und dann dachte ich, was ist, wenn jetzt mich wieder einer wegschnappt und ich wieder drin bin? Jetzt muss ich, am 15. Dezember ist jetzt Gerichtsverhandlung. Viel Glück dabei. Ich würde jetzt gerne mal über ein bisschen was Heiteres reden. Wir reden über was Heiteres. Ja, also wir haben... Fakt ist, ich reise voll gerne rum, aber ich will keine Angst haben, wenn ich irgendwo bin. Angst vor nichts. Angst vor das nichts, ist doch dein genau. Motto. Pass auf, wir haben jetzt ein Spiel, das gibt es auch immer bei Raum für Notizen. Jetzt geht's los. Und zwar machen wir immer auf den Gast irgendwie was Zugeschnittenes. Und ich zeige dir jetzt drei Fotografien und du musst sagen, von wem die sind. Mal gucken, ob du deine Kollegen sozusagen, ob du weißt, wer das fotografiert hat. Das ist jetzt auch nicht so schwierig, muss ich sagen. Also auch wenn man Fotografie-Laie ist, so wie ich, dann weiß man das. Fangen wir mal mit dem ersten an. Und zwar ist es das hier. Die spielen das auch nebenbei ein, dass die Zuschauer... Ich glaube, das hat doch Yoko Ono selber fotografiert, oder nicht? War sie nicht, gell? Nee, nee, das war jemand anders. Ja. Mist, das ist ein super bekanntes Bild. Ich liebe das auch. Ja, das hat Annie Leibovitz oder Leibovitz, je nachdem, okay, wie man es ausspricht. Die hat das fotografiert. Das war kurz bevor sogar John Lennon gestorben ist. Also das ging, war kein tolles Bild. Ich mag das total. War kein Selbstporträt auf jeden Fall. Aber was ist denn die Rolle des Fotografen in der Gesellschaft? Hast du nur ein Foto jetzt, Ich wollte erst mal auf das Foto eingehen im Sinne, was ist denn die Rolle eines Fotografen? Also ich meine, das war ja zum Beispiel, da löst man Gendergrenzen auf. Die Fotografin hat das so inszeniert, das ist ihr Werk. Das ist wie eine Regieanweisung. Deswegen sage ich ja, ich gehe mit keiner Idee hin und dann fange ich an, mich umzugucken. Ich spioniere. Ich schaue, okay, hier steht das, da ist das, ich habe das zum Arbeiten. Hier eine Kugel, da sind Bücher und das bilde ich mir wie ein Puzzle zusammen. Und dann werde ich mit den Personen warm und dann fange ich an, mir Sets zu bauen. Auch ganz alleine, wenn keiner da ist. Also du siehst es nicht so als, ich habe so eine Rolle als Fotograf, die Gesellschaft irgendwie auch zu korrigieren oder Missstände irgendwie aufzudecken. Das war jetzt, das wurde ganz viel auch als Gender-umdrehendes Bild irgendwie interpretiert. Ne? So der Mann umarmt die Frau. Nein, er hat eine Embryo-Haltung. Was unter anderem ist, auch, ja. Genau. Es gibt ja 100.000 Lesarten. Das ist ja auch das Krasse als Künstler. Ne? Du hast die Akademiker, du hast die Medien, es ist ja eine Lesart, die ist ja infinit. Ne? Also aber ich muss noch mal dazu sagen, John Lennon hat sehr viel Mut bewiesen, sich als Mann, als Rockstar in einer Embryostellung mit seiner Frau ablichten zu lassen. Das hat mehr als Eier. Also das, deshalb schon mal Hut ab vor ihm. Was so ein bisschen angelehnt ist, auch mit deiner Frau, oder? Mit schwangerem Bauch, hast du nicht auch so ein ähnliches Bild? Mach ich auch gerne, ja. Auch Hut ab vor ihr. Aber ich finde es toll von ihm, weil gerade
Weil es gibt auch wirklich, ich kenne auch große Rockstars, die totale Pussys, sage ich mal, sind und dann sowas nicht machen, weil sie ja nur Rock'n'Roll vielleicht auf der Bühne sind, aber dann vielleicht Fotografie nicht verstehen. Er hat es verstanden. Also er hat in dem Fall die Fotografin auch verstanden. Ja. Das ist wichtig. Dann kommen wir mal zum zweiten Bild, weil ich hatte nämlich nicht nur ein Bild. Also ich jetzt schon wieder verliere. Mal gucken, es geht ja nie ums Gewinnen und Verlieren. Ja, aber weißt du, wer das ist? David LaChapelle. Ich dachte so ein bisschen, also teilweise auch, dass so eine Vergleiche sind total bescheuert, aber dass du auch so ein bisschen in die Richtung tendierst auf jeden Fall. Ne? Es muss knallen. Also oft hast du ja auch, du hast auch viele bunte Sachen und total eklektisch alles auch und so, aber so von einer Ikonografie gehst du auch teilweise in seine Richtung, oder? Nee, wir sind beide inspiriert vom selben Künstler. Vielleicht ist der sogar deine nächste Karte. Wir sind beide sehr inspiriert von Helmut Newton. Und für mich ist LaChapelle die bunte Umsetzung von Helmut Newton. Das heißt, mit einigen Modellen mehr, sehr krasses Bühnenbild. Ich weiß auch, wie er arbeitet, also dass alles per Hand gesprüht wird. Ich weiß auch, dass er sein ganzes Geld da reingesteckt hat. Ich weiß leider auch, dass er leider nicht mehr so viel macht. Das finde ich ein bisschen schade. Ja. Er hatte so einen Run. Ja? Ich war jetzt aber auch nicht so Fan von seinen kommerziellen Bildern. Dieses Lil' Kim-Bilder und so fand ich scheiße. Ja. Also fand ich gähnig. Andere Arbeiten finde ich genial, da spüre ich ihn raus. Vielleicht lag es auch an Lil' Kim, mein Plattencover muss so aussehen. Und das ist wieder die scheiß Industrie, die sagt, können wir das Lil' Kim-Bild von dir drucken? Ja? Und dann wird manch Bild mehr polarisieren wie das tolle Bild jetzt. Ja. Hast du den schon mal getroffen? Habe ich nicht getroffen. Aber für mich ist er ein großartiger Künstler. Ich mag ihn. Total inspirierend. Der hat Fotografie auf ein neues Level gehievt. Und das hat Helmut auch damals, weil er sehr abgefahren war. Es ist ein Wunder, dass er bei Vogue so viel durchboxen konnte. Das ist wirklich ein Wunder. Mit Mode hatte das nur noch bedingt zu tun. Das war irgendwann, weil es Helmut Newton war. Und ich bin froh darum, dass er es weiter durchgeboxt hat. Es gibt auch viele Fotografen, die werden zur Magazinnote, sage ich immer. Die lassen sich zu sehr formen dann, weil der schwule Redakteur sagt, das mag ich aber so und das muss so sein, weil es seit Jahren so ist. Ne? Und dann denke ich, scheiße, Mann, wo ist die Rebellion? War das gerade ein Angriff auf schwule Redakteure eigentlich? Nö, gar nicht. Ich mag. Ich habe das letzte jetzt weggetan. Gut, wir zeigen es nochmal. Nee, wir müssen mal eigentlich, wir haben nicht. Okay, wir lassen das letzte Bild weg. Sieht aber toll aus. Nee, es war ein Still aus dem 18. Jahrhundert, 19. Jahrhundert, wo man noch teilweise 20 Minuten einfach stillstehen musste, damit ein Foto überhaupt scharf dann wird. Dann hört es doch mal hoch. Dann ich noch mal hoch, dann hole ich es doch noch mal. Abraham Lincoln ist das, hatten wir ja gerade, auch USA und so. Ja. Das war noch einer von den Guten, ne? der wollte ja die Ich schaue mir ganz so viele alte Fotografien auf der Internetseite The Red List an. Das ist für mich die Plattform für alle, also es ist wie eine Bibel der Fotografie. Ja, aber könntest du dir vorstellen, dass irgendein Fotomodell von dir 25 Minuten... Also mache ich manchmal. Ich habe ganz viele Techniken. Ich habe auch eine Kamera umgebaut als antike, analoge. Da ist dann ganz viel Staub drin, wirklich vom Staubsauger habe ich den Staub mit dem Finger, mit Haarspray einzeln dann so dran gemacht und die Mitte freigelassen, so ein Loch. Und dann ist vorne nochmal ein Filter drauf und im Sensor ist nochmal Staub. Das heißt, das ist eine komplett umgebaute Digitalkamera voller Staub. Und der Look ist wie alt. Also das habe ich gebaut und sowas macht man heute für alle, die digital fotografieren. Da nimmt man ein Schweißerglas. Weil das so dunkel ist, dass man tatsächlich so lang belichten muss wie damals bei der Lochkamera. Ja. Das ist ja nichts anderes. Also auch wieder krasse Fototechnik. Wir sind schon am Ende. Ich könnte noch irgendwie wir können noch eine Jetzt Stunde mit dir reden. Ich erklären mit der Loch. Nee, das lesen wir danach oder wir schreiben es unten. Machen wir. Oder du kommst einfach nochmal, wenn du dann 5- oder 10-jähriges Galerienbestehen hast. Stimmt, wir haben ja erst 3. Wir freuen uns auf deine weiteren Arbeiten und sehr, sehr cool, dass du da warst. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Viel Spaß bei der nächsten Sendung und bleibt euch treu und lasst euch nicht von Berlin verrückt machen und bleibt einfach bei euch, so wie Oliver. Und bis demnächst. Tschüss. Und Stößchen. Und Stößchen. Danke. Danke. We'll be right back.